unseren Vater gefunden haben, ihn eine reinzuhauen dafür, dass er abgehauen ist. Guten Abend. Jetzt ist es soweit. Hallo, mein Sohn. Geht es dir gut? Ist es da drinnen sicher? Drin ist alles tot. Ich bin stolz auf dich. Gehen wir jetzt rein. Ich muss los, Papa. Sei vorsichtig. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie uns zuliebe Ihr Leben riskieren. Was ist Ihre Geschichte? Glauben Sie, dass das Projekt Beauty je wieder funktionieren wird? Ich muss los. Das Erste. Ich habe viele Jahre lang für Dr. Lee gearbeitet. Sie war immer gut zu mir und hat mir durch schwierige Zeiten hindurchgeholfen. Bevor sie mir half, war mein Leben nicht besonders sinnvoll. Darum helfe ich ihr jetzt auch. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ein guter Mechaniker. Glauben Sie, dass Projekt Beauty je wieder funktionieren wird? Wenn Dr. Lee sagt, dass es funktionieren wird, dann wird es das auch. Jo, dann muss ich jetzt mal los. Tschüss. Ja, tschüss. Brauchen Sie etwas? Hallo, mein Sohn. Also manche Leute sind immer in Eile. So, Papa. Gehen wir zum Kontrollraum und verschaffen wir uns einen Überblick über die Lage. Dort können wir weiterreden. Ja, wenn du so lahmarschig weiterhin so lahmarschig bist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und hat immer noch den schmutzigen Bolt 101 Overall an. Hallo. Hallo. Was wissen Sie über Zimmer? Ist Dr. Lee so schlau, wie man sagt? Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche, aber das heißt nicht viel. Was wissen Sie über Zimmer? Er stammt aus dem Norden und prahlt immer damit, wie großartig es dort oben doch sei. Die haben den Schuss nicht gehört. Die sind noch nicht mal imstande, auf ihre Roboter aufzupassen. Bis später. Tschüss. Ist die läufig? Hallo. Ja, hi. Etwas tollpatschig unterwegs heute, was? Ich tollpatschig niemals. Oh, eine Jagdflinte. Damit könnte ich eigentlich die Harry-Stutzen aufwerten. Die ist natürlich auch 100 Pro aufgewertet. Infiltrierer 47 benötigt. So, furchterregende Kampflinte, so. Ja, dürfte ich den mal bitten, Lahmarsch? Entschuldigung, ein Schuss hat sich gelöst. Also manche Leute sind immer in Eile. Mit Janice habe ich noch nicht gesprochen. Passen Sie auf, was Sie hier anfassen, in Ordnung? Die Geräte sind auch so schon alt genug. Was ist Ihre Geschichte? Ich arbeite mittlerweile seit etwa 10 Jahren mit Dr. Lee zusammen. Sie brauchte eine Assistentin und ich brauchte eine richtige Aufgabe. Ich hatte also die Wahl, hier mitzuarbeiten oder irgendwo in einem Graben zu landen. Wissen Sie? Glauben Sie, dass das Projekt Beauty je wieder funktionieren wird? Das will ich doch hoffen, sonst wird Dr. Lee am Boden zerstört sein. Vor allem jetzt, nachdem Ihr Vater zurückgekehrt ist. Okay, gibt es irgendetwas über diesen Ort, das ich wissen sollte? Dr. Lee hat 20 Jahre darauf gewartet, hierher zurückkehren zu können, klar? 20 Jahre, das ist eine lange Zeit.
Das hier ist sehr wichtig. Wir können uns keinen Fehlschlag leisten. Moment mal, 20 Jahre? Wir sind 19 und keine 20. Wo hat sich denn unser Vater denn bitte rumgetrieben, als wir, bevor wir geboren wurden? Hallo, mein Sohn. Wir sind hier, wo alles angefangen hat. Erinnerst du dich noch an die Lieblingsstelle deiner Mutter? Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Durstigen werde ich umsonst vom Wasser des Lebens trinken lassen. Verstehst du denn nicht? Das ist der Sinn des Ganzen. Das Wasser, der Aufbereiter, das ist das Wasser des Lebens. Der Traum deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Können wir kurz miteinander reden? Natürlich können wir miteinander reden, mein Sohn. Was hast du auf dem Herzen? Was soll das Ganze hier eigentlich? Dies ist ein geschichtsträchtiger Ort. Man hat hier so viel Zeit und Energie investiert, weil dadurch vielen Menschen geholfen werden konnte. Und nun, nach all diesen Jahren, besteht die Chance, das Werk zu vollenden und allen Menschen im Ödland der Hauptstadt helfen zu können. Langweilig. Glaubst du wirklich, du schaffst das? Dass es funktioniert? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich es schaffe. Ich weiß, dass ich es mit dem, was ich von Dr. Braun gelernt habe, zum Laufen bringen kann. Daher ist es so wichtig, dass wir so schnell wie möglich ein GEEK-Modul finden. Das ist der Schlüssel zum Projekt Purity. Ich glaube, ich verstehe. Ich bin froh, dass wir miteinander reden konnten. Schon gut, machen wir, dass wir fertig werden. Das Erste. Ich bin auch froh, dass wir das besprochen haben, mein Sohn. Obwohl ich es nicht geplant hatte, bin ich froh, dass du bei mir bist. Ich wollte ein paar Dinge mit dir besprechen. Was müssen wir jetzt tun? Was ist eigentlich dieses Projekt Purity? Was ist mit Projekt Purity geschehen? Blabla. Was ist eigentlich das ganze Trara ums Wasser? Die Vault, in der du aufgewachsen bist, hat ein eigenes Wasseraufbereitungssystem. Sauberes Wasser war nie ein Problem. Hier draußen ist das anders. Hier draußen ist das Wasser nie sauber und fast immer verstrahlt. Es ist kaum dazu geeignet, als Grundlage für normale Lebensformen zu dienen. Wenn wir das ändern können, hat die Menschheit tatsächlich eine Chance, den Wiederaufbau zu schaffen, um wieder ganz von vorne zu beginnen. Mhm. Ich muss los. Sei vor. Brauchen Sie etwas? Okay, was ist jetzt die Aufgabe? Die Wissenschaftler in Projekt Purity reinbringen. Wir sind hier, wo alle offenbar verstehen. Wir dürfen. Was müssen wir jetzt tun? Das Projekt wurde kurz nach deiner Geburt aufgegeben. Seitdem haben sich die Dinge hier verschlechtert. Außerdem gab es hier eine Überschwemmung. Du musst die Hochwasserschutzpumpen erreichen und sie aktivieren, damit wir das Wasser abpumpen und an den Zentralrechner herankommen können. Warum ich? Kann das nicht jemand anders machen? Das kannst nur du machen. Alle anderen haben bestimmte Aufgaben zu erfüllen, sobald die Energie wieder da ist. Sei unbesorgt. Ich werde dich über die Sprechanlage anleiten, so gut ich kann. Du wirst das schon schaffen. Okay, wo muss ich hingehen? Vergiss es, das mache ich nicht. Wo muss ich denn hingehen? Da bei der Überschwemmung die automatischen Türen geschlossen wurden, musst du die Zugangstunnels benutzen, um die Pumpen zu erreichen. Okay, die Hochwasserpumpe unter Strom setzen, bla bla. Also, nochmal wieder zurück. Wer ist das? Schön. Schön. Hören Sie. Ich weiß, wer Sie sind, klar? Meiner Meinung nach haben Sie hier nichts zu suchen. Bleiben Sie mir also einfach aus dem Weg. Was ist Ihre Geschichte? Im Gegensatz zu manchen anderen hier habe ich Dr. Lee von Anfang an geholfen. Ich bin als Letzter gegangen, als wir dann aufgegeben haben.
Mit einem Mal taucht aus dem Nichts ihr Vater auf und ich muss alles liegen und stehen lassen und hier helfen, die Scherben zusammenzulesen. Er versucht nur das Richtige zu tun. Müssen Sie so ein Strohkopf sein? Verzeihen Sie mir bitte gnädigst, wenn ich mich darüber aufrege, dass meine Arbeit jetzt schon zweimal durch Ihren Vater zunichte gemacht wurde. Um die Sache noch schlimmer zu machen, bringt er dieses Mal auch noch diesen jungen Grünschnabel mit. Glauben Sie, dass das Projekt Purity je wieder funktionieren wird? Was kümmert das denn Sie überhaupt? Vor 5 Minuten sind Sie hier aufgekreuzt und jetzt tun Sie so, als würde hier alles Ihnen gehören. Tut's doch auch. Sie sollten noch nicht einmal hier sein. Wieso gehen Sie nicht einfach? Kümmern sich um Ihren Kram und lassen mich in Ruhe. Okay, gibt es irgendetwas über diesen Ort, was ich wissen sollte? Blabla, das kennen wir schon. Ich muss los. Bleiben Sie mir einfach aus dem Weg. In Ordnung? Hat er irgendwie schlechtes Gras erwischt? Jetzt mal ganz ernsthaft. So. ...32er Schuss. Wo muss ich eigentlich hin? Lokale Karte. Miep. Sag mir nicht, dass ich jetzt gleich tauchen darf. Okay. Mhm. Ja. Ist alles in Ordnung? Wo bin ich jetzt? Wo lang gehe ich von hier aus? Ich muss jetzt los. Wo bin ich jetzt? Du bist im Sicherheitsgeschoss. Dort sind viele Speichertanks für das Wasser, sowie unsere Verarbeitungsanlagen und Energiesysteme. Wo lang gehe ich von hier aus? Die Hochwasserschutzpumpe befindet sich im südlichen Teil dieses Stockwerks. Ich muss los. Viel Glück, mein Sohn. Hätte er das nicht vorher machen können? Jetzt mal ganz ernsthaft, das hätte er auch vormachen können. Anstatt dass ich denn einmal diesen Weg gehe und dann wieder hochkomme, nein, da lässt er mich zweimal den Weg latschen. Der Kerl hat wirklich nicht alle Latten am Zaun. So. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ja, ich habe die Bombe entschärft. Klar, ich hab's gemacht, aber nur weil es gut bezahlt war. Was kümmert dich das? Klar, ich hab's gemacht, aber nur weil es gut bezahlt war. Ich verstehe. Du hast etwas Gutes getan. Aber ich bin nicht sicher, ob ich deine Motive gutheißen kann. Vielleicht können wir später weiter darüber reden. Im Augenblick haben wir viel Arbeit vor uns. Yep. Hast du etwas von Sicherung gesagt? Vielleicht in deinem Schädel? Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Mhm. Ähm,
dann muss ich mal wieder los, Papa. Sei vorsichtig, mein Sohn. Ja, Federsche ist in Ordnung. So, dann wieder dahin. Und wo dürfen wir diesmal hinlatschen? Och, so weit scheint es doch nicht zu sein. Oder etwa doch. Die Tür lässt keinen Strom. Die Tür führt keinen Strom und lässt sich nicht öffnen. Okay. Also den gesamten verdammten Weg durchlatschen. Oder aber nicht. Okay. Aber irgendwie finde ich die Alien-Waffe voll cool. Ist sie ja auch eigentlich. So, dann den Weg hier weiter runterlatschen. Was war die Aufgabe jetzt? Mal schauen. Den Zentralrechner hochfahren. In Ordnung. Ja, und wo finde ich den jetzt? In Ordnung? Wo lang gehe ich von hier aus? Du bist im richtigen Geschoss. Gehe zum westlichen Teil und halte Ausschau nach einer großen automatischen Tür. Okay, da müssen wir also hin. Weiter. Das war irgendwie klar. Ja, ich schieße gerne wie wild, wie ein angestochener Idiot wild durch die Gegend. Öffnen. So, dürfte ich denn... Genau. Kontrollraum gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment, da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Okay. Viel Glück, mein Sohn. Okay. Erst sieht er mich und dann duzt er mich wieder. Der hat wirklich den Knall nicht mehr gehört. Ja? Hallo. Wie ich höre, haben wir es Ihnen zu verdanken, dass bei uns alles wieder funktioniert. Wer ist das? Was ist Ihre Geschichte? Ach, da gibt's nicht viel zu erzählen.
Ich bin in Rivet City aufgewachsen und habe mich schon seit jeher für die Wissenschaft dort interessiert. Dr. Lee hat mich unter ihre Fittiche genommen und mir alles beigebracht, was ich weiß. Dan und ich waren im Einsatz, als wir zurückgerufen wurden. Mhm. Glauben Sie, dass das Projekt Purity je wieder funktionieren wird? Ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde. Mit Dr. Lee und ihrem Vater arbeiten die fähigsten Köpfe daran. Die beiden können praktisch alles. Ja, ich glaube, wir werden das Ding im Handumdrehen zum Laufen bringen. Okay, ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte gerade das starke Verlangen, den Abzug zu drücken. Ja. Okay, da scheint jetzt ein Rohr zu sein. Wo denn? Ah, hier. Pumpensteuerung. Okay. Ah, soweit scheint es nichts zu sein. Ach so, da vorne geht es einfach nur weiter, in Ordnung. Ödland der Hauptstadt. Okay, ist hier irgendwo eine Sprechanlage? Nee. Unlocked. Locked. Schönen guten Tag, wer sind Sie und was wollen Sie hier? Okay. Dort aber tief runter. Und da komme ich natürlich nicht wieder raus. Also geht es da nur durch, okay. In Ordnung. Das kann jetzt heiter werden. Okay, Reifen. In Ordnung. Und was haben wir hier sonst noch? Vielleicht ein paar Meyerlöcks oder... eine kaputte Kloschüssel. Ich hab's mir doch gleich gedacht. Fuck.
Und Jericho? Ah, da. Ich glaube, da hilft nur eine wirkliche Waffe. Die... Destabilator suche ich nicht, den Alien Blaster. Genau. Genau.